Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 14. Das ist das Gesetz zur Änderung des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes. Hier haben wir vereinbart, dass der Innenminister einbringt und dass jede Fraktion 5 Minuten Redezeit hat. Bitte schön, Herr Innenminister. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir legen Ihnen den Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vor. Wir haben hier einen Gesetzentwurf, das am Ende auch wieder die Sicherheitsinteressen der hessischen Bürgerinnen und Bürger zu schützen dient. Meine Damen und Herren, es geht im Kern darum, wer Zugang in unserem Lande zu Verschlusssachen hat, die streng geheim, geheim oder vorerst vertraulich sind. Wie können wir den Sabotageschutz in unserem Land bestmöglich gewährleisten? Wir haben hier eine sinnvolle und zeitgemäße Anpassung des Regelungswerkes vorgenommen. Und zwar haben wir uns, wie das vernünftig ist, an den Regelungen des Bundes auch entsprechend orientiert. Bundes- und Landesgesetze sollten bei einer solchen Thematik, die letztendlich den Bund und alle Länder betreffen, nicht entscheidend voneinander abweichen. Nur so können wir die Mindeststandards im Geheim- und Sabotageschutz sicherstellen. Ich will hier, wir haben ein besonderes Augenmerk natürlich zu legen darauf, wer hat Zugang zu vertraulichen oder geheimen Unterlagen oder zu sabotagegefährdeten Bereichen. Hier soll das Gesetz eine vernünftige Abwägung zwischen den Sicherheitsbelangen und dem Datenschutz und den Persönlichkeitsrechten herstellen. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist gelungen. Nicht nur, weil wir dem Gesetz einen neuen Titel gegeben haben, sondern weil wir die Prinzipien festgelegt haben, die für die Verschlusssachen auch in Zukunft gelten sollen. Kenntnis nur, wenn nötig. Ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, um am Ende Verschlusssachen auch tatsächlich geheim halten zu können. Natürlich ist im Jahre 2019 das Thema Digitalisierung auch in den Prozessen für die Sicherheitsüberprüfung hier entsprechend abgebildet. Die soll in Zukunft auch in elektronischer Form ermöglicht werden. Bei der Frage, wie können wir sicherstellen, dass wir hinreichend, insbesondere bei den ganz besonders relevanten Bereichen der Sicherheitsüberprüfung, bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung Ü2 und Ü3, wie können wir sicherstellen, dass wir dort auch tatsächlich nur Personen ermöglichen, Verschlusssachen zu sehen, denen wir es auch erlauben wollen, haben wir entsprechende Regelungen vorgenommen. Alles in allem, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn es ein Gesetz ist, was, sagen wir mal, sehr bürokratisch daherkommt, weil es mit Akten am Ende zu tun hat, dient es nicht zuletzt aber gleichwohl den Sicherheitsinteressen der Bürgerinnen und Bürger. Ich bin Ihnen für Beratung und dann Beschlussfassung in den nächsten Plenarrunden dankbar. Vielen Dank. Und ich bin Ihnen dankbar für die Einbringung des Gesetzentwurfs. Die erste Wortmeldung aus dem Plenum kommt vom Kollegen Rudolph für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sicherheitsüberprüfungsgesetz klingt ja irgendwie schon ein bisschen gefährlich und so. Dabei geht es zunächst einmal um die Anpassungen an die bundesrechtlichen Regelungen im Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundes, was aber immerhin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon im Juni 2017 überarbeitet wurde, 2 Jahre später in Hessen immerhin. Änderungen im Bereich des vorbeugenden personellen Sabotageschutzes, die gesetzliche Regelung von Verschlusssachen, bis dato Verwaltungsvorschriften und die Veränderung des Verfahrens zur Sicherheitsüberprüfung, das waren die wesentlichen Veränderungen. Jetzt in dem Gesetzentwurf, Herr Minister, da sind schon ein paar Punkte drin, über die es sich lohnt zu reden. Deswegen wird es auch eine Anhörung dazu im Innenausschuss geben. Sie haben eine Regierungsanhörung gemacht. Müssen wir sehen, ob wir uns verständigen Unterlagen der Regierungsanhörung, ob das ausreicht. Das wird man an der Stelle sehen. Wir wollen auf jeden Fall thematisieren die Veränderung des Verfahrens zur Sicherheitsüberprüfung. Die Anpassungen an das Bundesrecht sind folgerichtig, sind konsequent. Die Änderungen im vorbeugenden personellen Sabotageschutz auf den ersten Blick unproblematisch. Die Verschlusssachenregelung entspricht die des Bundes. Allerdings wurden die Veränderungen zur Sicherheitsüberprüfung bereits in der letzten Wahlperiode Änderungen vorgenommen.
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion aus der letzten Wahlperiode, Drucksache 19/1187, wo wir unsere Bedenken, jawohl, Frau Kollegin Faeser, es war ein guter Antrag, Bedenken hinsichtlich der Überprüfungsmöglichkeiten deutlich gemacht haben. Ich will hinweisen auf die Schufa-Auskunft. Die Regelung zur Einholung einer Schufa-Auskunft war damals auch Gegenstand im Gesetzgebungsverfahren, die wir grundsätzlich im Jahre 2014 kritisierten, ist, dass wir diese Regelung nicht für zweckdienlich halten und darüber hinaus bedenklich finden, weil es sich bei der Sicherheitsüberprüfung um ein öffentlich-rechtliches Verfahren handelt. Schufa ist ja eine private Einrichtung. Dieses Verfahren wurde jetzt noch einmal in Ihrem Gesetzgebungsverfahren verschärft. So soll auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz ohne Einschränkung die Einholung einer solchen Auskunft möglich sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, laut Begründung sei das aktuelle Praxis. Hier können wir und werden wir an der grundsätzlichen Kritik bestehen, weil die Frage ist, wie weit dürfen Auskünfte eingeholt werden und für welche Bereiche. Da sind wir mal auf die Positionen insbesondere der GRÜNEN beim Thema Ausweisung und auch Datenschutz gespannt, weil wenn ich mir die Bemerkungen der GRÜNEN insbesondere zu Datenschutzrechten auf Bundesebene anschaue, ist das eher sehr weitgehend an der Stelle. Aber Sie haben ja dem Gesetzentwurf zugestimmt. Das werden wir thematisieren. Ein weiterer kritischer Punkt aus unserer Sicht, da geht es um die Social-Media-Angaben. In § 10 wird nun eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage für die Sichtung unter anderem von Mitgliedschaften in sozialen Netzwerken geschaffen. Seit der Gesetzesänderung in 2014 müssen Social-Media-Seiten im Rahmen der Sicherheitserklärung angegeben werden. Das haben wir damals schon thematisiert und kritisiert. Und der Personenkreis wird erweitert, zudem auf die Einbezogene und nicht nur auf die betroffene Person. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine deutliche Ausweitung der Informationsmöglichkeiten damit verbunden. Dem setzen wir das Zurückhaltungsgebot gegenüber. Und deswegen ist das eine Frage auch der Abwägung zwischen berechtigten datenschutzrechtlichen Interessen, Eingriff in Persönlichkeitsrechte, die in der Tat noch einmal zu den GRÜNEN sonst von den GRÜNEN sehr hoch gehangen werden, auch moralisch immer sehr deutlich vorgetragen werden. Und das ist ein Punkt, wo wir insbesondere auch auf die Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten gespannt sind, aber nicht nur von dem, sondern auch von weiteren Personen, die in diesen Bereichen unterwegs sind. Dass wir sicherheitsrelevante Aspekte auch in Zeit der Veränderung neuen Herausforderungen gerecht werden müssen, ist aus unserer Sicht unstrittig. Aber auch hier gilt das Gebot der Abwägung. Die Rechtsstaatlichkeit heißt für uns auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das gilt auch bei diesem Gesetzentwurf. Und deswegen gehen wir vorurteilsfrei in die Anhörung. Das erwarten wir. Und dann können wir möglicherweise ein vernünftiges Gesetz hinkriegen. Vielen Dank. Als Nächstes erteile ich das Wort Kollegen Schauder von den GRÜNEN. Danach zur Vorbereitungsphase kann ich schon einmal sagen, ist der Kollege Schaus, dann der Kollege Heinz und dann der Kollege Müller. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Heute liegt uns ein Entwurf der Landesregierung zur Änderung des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vor. Das Gesetz mag zunächst erst einmal etwas technisch klingen, aber ich glaube, im Endeffekt leuchtet das nicht nur ExpertInnen, sondern auch allen Laien an, wenn man sich das einmal anschaut. Bei uns in Hessen werden zahlreiche sicherheitsrelevante Informationen verarbeitet, Verschlusssachen fallen an und unter der Hoheit des Landes gibt es sabotagegefährdete Bereiche. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn jemand beim Landesamt für Verfassungsschutz arbeiten möchte, müssen wir überprüfen, dass die Person Vertrauliches für sich behalten kann, nicht erpressbar ist und mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Verfassung steht. Das gilt natürlich auch für Teile von Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Das prominenteste Beispiel, nämlich das Kernkraftwerk Biegblis, ist zwar zum Glück endlich abgeschaltet und brennstofffrei, aber Sie verstehen wohl, auf welche Bereiche ich hinaus möchte. Diese sensiblen Felder zu schützen, indem wir Beschäftigte einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen, regelt das vorliegende Gesetz. Das ist unsere Aufgabe, und die nehmen wir sehr ernst, meine lieben Kolleginnen und Kollegen.
Und folglich müssen unsere Sicherheitsüberprüfungen auch immer wieder an sich verändernde Bedrohungslagen anpassen und auch an aktuelle Gegebenheiten. Als Bürgerrechtspartei haben wir dabei natürlich auch stets den Datenschutz und die Transparenz im Blick. Und Herr Kollege Rudolph, Sie haben mir da ja schon eine Vorlage gegeben, zu der ich auch gerne Stellung nehmen möchte. Die Möglichkeit, auch soziale Profile in den sozialen Netzwerken auszuwerten, Homepages, die gibt es seit 2014. Da wird es sich ja ausdrücklich nur auf die öffentlich einsehbaren Bereiche bezogen. Ich denke, die Ausweitung, die kann man rechtfertigen. Vor dem Hintergrund stellen wir uns doch einmal vor, den Fall, eine gefährliche Person geht uns durch die Lappen, obwohl man das einfach durch einen Klick, zwei, drei Klicks bei Facebook hätte herausfinden können, da wären Sie doch der Erste, der eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt. Und das hätten Sie dann auch zu Recht getan, Herr Kollege. Und deswegen glaube ich, ich sehe die Kritik, ich kann auch die Argumente nachvollziehen, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, ein trotzdem vergleichsweise kleiner Eingriff, den wir sorgsam abgewogen haben. Dasselbe gilt doch auch für die Schufa-Auskunft. Ich habe neulich erst selber eine neue Wohnung gemietet. Das ist völlig selbstverständlich, dass man eine Schufa-Auskunft erteilen muss. Wie oft passiert das bei uns im Alltag? Man kann diese Praxis kritisieren, aber dann bei unseren Sicherheitsbehörden anzufangen, wo es um die Integrität unserer Behörden geht, das ist vielleicht der falsche Ansatz. Dann muss man ans große Ganze gehen, Herr Kollege. Und in diesem Zusammenhang möchte ich aber ausdrücklich auch die positiven neuen Effekte in Sachen Transparenz und Datenschutz nennen. Herr Kollege Rudolph, § 12 Absatz 4 des neuen Entwurfs haben Sie nicht genannt, dass betroffene Personen künftig immer über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet werden. Das ist ja wohl zweifelsfrei ein Verfahren, das zu mehr Transparenz und Vertrauen führt. Und vor diesem Hintergrund muss man auch den komplett neuen § 32a sehen, der betroffenen Personen die Möglichkeit eröffnet, sich an den hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu wenden und auch diesen mit weitreichenden Kompetenzen ausstattet. Da zeigt sich, Hessen ist und bleibt ein Datenschutzland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuletzt möchte ich aber noch einen Punkt nennen, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Ich habe nämlich eingangs von sich verändernden Bedrohungslagen gesprochen. Und ich bin hoch besorgt, wenn ich die Strategie der neuen Rechten sehe. Rechtsextremisten tun ihren Hass und ihre Hetze nicht nur öffentlich in unseren Parlamenten kund, nein, sie versuchen auch, unsere Gesellschaft von innen über die staatlichen Institutionen zu unterwandern. Deswegen ist es folgerichtig und notwendig, dass extremistische Organisationen zukünftig auch in den Katalog von § 2 Absatz 7 aufgenommen werden. Meine Damen und Herren, wir schützen die Integrität unserer Behörden und unsere offene Gesellschaft. Und da sind wir nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Ich fasse zusammen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Der Gesetzentwurf nimmt Rücksicht auf die Sicherheitsbedürfnisse und entwickelt Datenschutz und Transparenz weiter. Insofern kann man wohl von einem runden Paket sprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schauder. Als Nächstes der Kollege Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Diskussion über dieses Gesetz kann man nur führen, wenn man sozusagen die Vorgeschichte der letzten Jahre mit einbezieht. Und das muss ich dem Kollegen Schauder zugutehalten. Die kennt er natürlich nicht. Ja, sonst hätte er nicht so die Backen aufgeblasen und die Grünen als die Bürgerrechtspartei dargestellt. Weil wenn ich mich an die Diskussion über Polizeigesetze, über Verfassungsschutzgesetze erinnere hier in diesem Landtag, dann würde ich Ihnen einmal empfehlen, denen Ihnen nahestehenden Organisationen, die sich mit den Themen beschäftigen, mal zu befragen, wie die das bewertet haben und wie die das auch bewerten. Dann kommen Sie, müssen Sie eigentlich zu einem anderen Ergebnis kommen und können in dieser Art und Weise sozusagen das nicht mehr hier aufrechterhalten, was Sie hier gesagt haben. Nämlich bereits 2014 wurde durch die Landesregierung, also durch die schwarz-grüne Landesregierung, eine umfassende Änderung auch bei diesem Sicherheitsüberprüfungsgesetz vorgenommen. Dies wurde seinerzeit durch Datenschützer im Übrigen heftigst kritisiert. Dennoch
wurde unser Gesetzentwurf, den wir alternativ gestellt haben, abgelehnt. Was sind Sicherheitsüberprüfungen? Herr Minister hat es schon kurz angerissen. Ich will es doch einmal zusammenfassend sagen. In sensiblen Bereichen muss man darauf achten, dass nur vertrauenswürdige Personen Zugang erhalten. Völlig klar. Und seit 10 Jahren macht das in Hessen nicht mehr die Polizei im Übrigen, Herr Schauder, sondern das macht der Geheimdienst. Das macht der Geheimdienst. So, das ist schon eine nicht unwesentliche Detailänderung. Als Linke kritisieren wir das im Übrigen, weil die Arbeit der Geheimdienste nicht auf Vertrauen angelegt ist. Eine öffentliche Kontrolle ist unmöglich, und die parlamentarische Kontrolle ist und bleibt in diesem Zusammenhang völlig unzureichend. Das gipfelt darin, dass nach § 5 Absatz 1 Satz 5 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes, also des jetzigen Gesetzes, der Geheimdienst für seine Sicherheitsüberprüfung selbst zuständig ist. Und wir wissen aus dem NSU-Komplex hinlänglich, was da für Leute unterwegs sind. Der § 12 regelt im Übrigen die strikte Geheimhaltung dieses Vorgangs. Ich halte es für ein Unding, dass jegliche Rechtsstaatskontrolle per Gesetz hier ausgehebelt wurde und das weiter fortbestehen soll, seit 2014, seit das Schwarz-Grün hier eingeführt hat. In § 3 Absatz 4 Satz 3 wurden im Übrigen Mitarbeiter ausländischer Sicherheitseinrichtungen pauschal von Sicherheitsüberprüfung ausgenommen. Genauer gesagt wurden ausländische Militärs und Spione wie Abgeordnete behandelt. So viel zum Rückblick und zu dem bestehenden Gesetz, und das bleibt alles erhalten. Damit auch jeder weiß, worüber wir reden. Und jetzt wird es erst einmal lustig. Was wir vorliegen haben, ist ein im Kabinett eiligst beschlossener, sehr umfangreicher 30-seitiger Gesetzentwurf, im Übrigen in Eilausfertigung vorgelegt und im Umlaufverfahren in der Landesregierung beschlossen. Das bedeutet also für mich im Schweinsgalopp, und keiner hat es gelesen. Auch der Landtag bekam diese Eilausfertigung erst vor wenigen Tagen auf den Tisch geknallt. Wieder einmal werden hochsensible Fragen fast beiläufig behandelt, und jetzt sollen sie möglichst schnell, womöglich noch in diesem Jahr, davon gehe ich aus, also unter Zeitdruck beschlossen werden. Deshalb sage ich Ihnen, wenn die Regierung schon einen schlechten Job macht, dann sollte das Parlament dafür nicht den Ausputzer spielen. Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Wir haben das Eilgesetz dennoch eiligst durchgelesen. Es enthält nicht nur eine Flut von Änderungen, sondern auch zum Teil deutliche Erweiterungen. Das werden wir durch Sachverständige überprüfen lassen. Insbesondere macht mich z. B. misstrauisch, dass das Recht Betroffener, so viel sozusagen zur Bürgerrechtspartei, zu erfahren, was geprüft und warum eine Zuverlässigkeit nicht gewährt wird, eingeschränkt ist. Wenn Geheimdienste die Gründe nicht mitteilen wollen, dann müssen sie das ja auch nicht, zum Beispiel wegen Quellenschutz. Das heißt aber einmal mehr, Geheimdienste entscheiden aufgrund nicht überprüfbarer Behauptungen, ob Menschen eine bestimmte Stelle antreten dürfen oder nicht. Und das kann, nein, das darf nicht sein. Und das werden wir in der Anhörung thematisieren. Vielen Dank. Das war ein bisschen überzogen, aber wir waren liberal. Als nächster Kollege Heinz. Und dann zum Abschluss kann sich schon mal in die Pole Position begeben, der Kollege Müller von den Freien Demokraten. Herr Heinz, Sie haben das Wort. Herr Präsident, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Für den Pool wird es draußen noch langsam etwas zu kühl, weil die Pole Position lassen wir dann gleich Herrn Müller, Kollegen Müller, sehr geschätzten Herrn Kollegen Müller. Jetzt aber zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Herr Schauder hat dazu vieles Richtige schon gesagt. Ich will vielleicht ein paar Vorbemerkungen machen zum Verfahren. Ich glaube, man kann es Herrn Schaus und anderen kann man es nie recht machen, wenn die Regierungsfraktionen Gesetzentwürfe vorlegen. Das ist irgendwie blöd und Schweinsgalopp. Jetzt kommt ein Regierungsentwurf. Wenn man so ein bisschen interne Kenntnis hat, wie die Landesregierung arbeitet, das unterstelle ich bei Ihnen auch, weil Sie auch einen Zugang haben zum öffentlichen Dienst, wissen Sie, es gab zwei
Kabinettdurchgänge, eine regierungsinterne Anhörung, die ausgewertet wurde, und einen Vorlauf über viele Monate hinweg. Von daher davon zu sprechen, hier wird irgendwas so auf den Tisch geworfen, da wissen Sie eigentlich selbst, dass es Quatsch ist. Und vielleicht auch noch vor die Klammer gezogen, diese Widersprüche, die Sie immer empfinden, das ist ja, hat ja bei Ihnen so ein gewisses Muster. Sie werfen so einen Widerspruch auf, den es überhaupt nicht gibt. Sie haben Herrn Kollegen Schauder eben Dinge unterstellt, die er gar nicht gesagt hat. An mehreren Punkten, das ist auch ganz goldig, aber will ich mich jetzt nicht länger dran aufhalten. Und im Übrigen, wir haben auch, glaube ich, ein sehr gutes parlamentarisches Verfahren, über das wir dann im Innenausschuss sprechen werden. Herr Rudolph hat schon angekündigt, dass eine Anhörung beantragt wird. Und ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, in der Vergangenheit haben wir Anhörungen auch gemacht, wenn unsere Fraktion sie beantragt hat. Also das läuft hier, glaube ich, nach einem ganz ordentlichen Verfahren ab. Aber zum Gesetzentwurf selbst. Bundes- und Landesgesetze sollten in diesem Bereich nicht entscheidend voneinander abweichen. Da teile ich eins zu eins die Auffassung des Innenministers, die hier vorgetragen hat. Diese Mindeststandards im Geheimschutz sind geboten, die brauchen wir auch, denn nur so sind gegenseitige Anerkennungen von Sicherheitsüberprüfungen natürlich möglich. Und gerade im Sicherheitsbereich, im Bereich der Nachrichtendienste, ist eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit zwischen Bund und den Ländern zwingend geboten. Die Phänomene, die wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, die machen ja vor den hessischen Landesgrenzen nicht Halt, sondern betreffen oft unser gesamtes Land. Und da sind auch Personen, die von verschiedenen Einrichtungen mal in den Blick genommen werden. Und der Austausch von Daten, der soll eher ja noch besser werden. Und auch die Personen, die dort tätig sind im Bund und in den Ländern, sollen künftig eher noch besser zusammenarbeiten und auch personell austauschbar untereinander sein. Wenn sie mal wechseln zwischen den Dienstherren und auch Sicherheitsüberprüfungen, müssen natürlich da anerkannt werden können. Und richtig ist auch, die Sicherheitsinteressen unseres Landes und natürlich das Recht der überprüften Personen auf Beachtung des Datenschutzes, die müssen ganz sorgsam miteinander abgewogen werden. Wollen wir auch keinen Abstrich dran machen. Wir sollten aber auf der anderen Seite auch mal zurechtrücken, um wen es überhaupt geht oder um wie viele unserer Mitarbeiter es überhaupt geht. Das Land Hessen hat schon fast 100.000 Beamte und noch eine erkleckliche Anzahl von knapp ungefähr 40.000 Angestellten in seinen Reihen. Und wir reden hier über den Promillebereich von den Menschen, die eben Zugang zu hochsensiblen Daten haben. Wenn man sich jetzt mal auf die Ü2- und Ü3-Überprüfung nur begrenzt, da werden es noch viel, viel weniger. Also Menschen, die bei uns im Verfassungsschutz arbeiten und in hochsensiblen Bereichen, sonst die dem Innenminister unterstellt sind. Und ich finde, da können wir schon etwas mehr verlangen als von den 99,x% anderen, die für das Land Hessen tätig sind. Wer Zugang zu Dingen hat, die Sicherheitslage in unserem Land massiv beeinflussen können, wenn sie öffentlich werden. Von dem, meine ich, kann man schon erwarten, dass er duldet, dass jemand mal im Facebook, in öffentlich zugänglichen Facebook-Plattformen oder auf Webseiten schaut, was diese Menschen von sich geben. Denn teile das vollkommen, was wäre denn los? Das Land Hessen stellt jemand ein, der stellt irgendwas an und dann kommt raus mit 2 Klicks und 10 Sekunden Recherche, hätte jeder Bürger herausfinden können, dass es ein Rechtsextremist ist, Linksextremist, Islamist oder was auch immer. Da will ich aber mal sehen, was dann im Landtag hier los ist. Von daher ist es vollkommen richtig, dass man hier auch eine eigene Ermächtigungsgrundlage schafft in dem neuen Paragraphen 10 und bei den gesteigerten, sogenannten erweiterten Sicherheitsermittlungen das auch auf Ehegatten und Lebenspartner ausweitet. Das halte ich für keine Zumutung, sondern für durchaus geboten. Und auch die Inanspruchnahme der Schufa-Daten sehe ich jetzt auch nicht als Problem an. Wenn schon Private in Absprache mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten sich dort ein System aufbauen können, wo sie überprüfen können, ob, Herr Schauder hat es genannt, ob ein potenzieller Mieter solvent ist, dann muss doch unser Verfassungsschutz und wenige andere Einrichtungen auch mal dort nachfragen können, ob derjenige finanziell noch auf soliden Verhältnissen steht oder möglicherweise erpressbar sein könnte. Auch das ist aus meiner Sicht jetzt überhaupt kein Problem. Und es gilt ganz generell das, was im Beamtenrecht immer gilt. Jemand, der für das Land Hessen tätig sein möchte und gerade im sensiblen Bereich tätig sein muss, sein will, der muss anderes auch erdulden, oder von dem können wir mehr Zurückhaltung und auch mehr Mitwirkungsbereitschaft erwarten als von jedem Bürger. Das gilt, was die Neutralität von Beamten angeht, im anderen Zusammenhang, in vielen, vielen anderen Feldern. Alles in allem, damit komme ich zum Schluss, Herr Präsident, es ist ein ausgewogener Gesetzentwurf, der die Erfordernisse der Zeit berücksichtigt, auch auf Phänomene wie soziale Netzwerke eingeht, in angemessenem Maße, den wir ganz gründlich beraten werden im Ausschuss und dann in zweiter Lesung im Plenum. Ich glaube, es gibt hier keinerlei Grund für Aufregung. Es gibt ja auch nichts, was die beiden
Regierungsfraktionen da auch nur ein Blatt Papier voneinander trennt. Das ist ein gutes Gesetz auf den ersten Blick. Wir werden es weiter beraten und dann in zweiter Lesung auch beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir waren sehr liberal, Herr Kollege Heinz. Zum Abschluss bei den Wortmeldungen Stefan Müller für die Fraktion der Freien Demokraten. Ich habe es extra noch korrigiert. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, wenn ich die Redezeit nicht voll ausschöpfe, weil ich glaube, dass die Punkte, sowohl die Kritikpunkte als auch die Veränderungen, die notwendig gewesen sind, deswegen wurde es ja jetzt auch novelliert, angesprochen worden sind. Und ich glaube, dass es richtig ist, wenn wir uns im Ausschuss intensiv damit beschäftigen werden. Kollege Rudolph, Kollege Schaus hat Punkte angesprochen, haben beide Punkte angesprochen. Auch die anderen Kollegen haben Punkte angesprochen, die sie für notwendig halten. Ich bin dankbar, wenn wir schon angekündigt bekommen haben, dass wir all diese Punkte im Rahmen einer Anhörung intensiv behandeln werden und uns dann damit auseinandersetzen können, was unbedingt sein muss und was vielleicht auch nicht sein muss. Denn es geht hier schon, das will ich sagen, um Einschränkungen und auch Einblicke, die tief in das Privatleben und Persönlichkeiten hineingenommen werden. Und das muss man dann auch mit sehr viel Sorgfalt abwägen und berücksichtigen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir zu sehr guten Beratungen und zu einer guten Anhörung kommen werden. Darauf werden wir uns sicherlich dann einigen können, auch nach dem, was ich jetzt gehört habe. Und dabei will ich es bewenden lassen. Alles Weitere machen wir dann in der zweiten Runde, wenn die Anhörung gelaufen ist und wir da noch weitere Infos von den Experten haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor, sodass ich dem Hause empfehle, dass wir zur Vorbereitung der zweiten Lesung diesen Gesetzentwurf in den INA überweisen. Gibt es dagegen in irgendeiner Weise? Nein, das ist nicht der Fall. Damit haben wir das beschlossen.